Wir sind Toni und Fredi und mussten unsere Weltreise abbrechen aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Das hat uns ehrlicherweise wie die größten Versager fühlen lassen und nach Deutschland zurückzukommen war unfassbar schwierig. Wir hatten ursprünglich all unsere Sachen verkauft oder eingelagert, haben unsere Wohnung und unsere Jobs gekündigt und deswegen mussten wir erstmal zurück zu meinen Eltern. Da konnten wir uns zwar körperlich etwas erholen, aber uns hat komplett die Perspektive gefehlt. Also haben wir einen Plan gemacht. Für die nächsten 2 Monate mit unserem Golf 9000 Kilometer durch Westeuropa und das haben wir umgesetzt. Wir konnten uns langsam wieder an Europa gewöhnen und der Aufschlag war nicht ganz so hart. Wir haben Weihnachten in einer kleinen Hütte in Portugal verbracht, haben den kleinen Freund hier kennengelernt und gelernt, wie man Azulejos bemalt. Wir hatten am Strand und auf den langen Autofahrten genug Zeit zu überlegen, wie es für uns weitergehen soll und das ohne, dass uns in Deutschland direkt die Decke auf den Kopf fällt. Wir haben Fredis 30. Geburtstag in Amsterdam gefeiert, haben gelernt, wieder mehr auf unser Bauchgefühl zu hören und auch gelernt, dass man manchmal mutig genug sein muss, ein Kapitel zu schließen, um dass ganz viele neue, schöne Erfahrungen auf einen warten können.